Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anstoß. Und ihr seht es, wir haben in der letzten Folge mal dermaßen von Augsburg den Hintern versohlt bekommen. Ging 4-1 aus dem eigenen Stadion raus. Und ich habe das Gefühl, wir müssen an der Taktik und an vielem anderen noch ganz schön arbeiten. Der BVB ging also am ersten Spieltag unter. Manche wird das freuen. Sei es drum. Ihr seid bei Let's Blinter. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet hier bei der Early Access Version von Anstoß. Wir spielen sie und gucken uns das Ganze mal so ein bisschen an. Gehen also in die Tiefe. Und ich hoffe, euch damit ein bisschen den Wegweiser zu geben, wie weit das Spiel denn tatsächlich schon ist. Viele Kommentare im Internet sind natürlich darauf gepolt, das ist die Zeit von heute, zu sagen, das ist ein Schuss in den Ofen, aber ich denke, so schlimm ist es gar nicht mal. Aber ein bisschen unübersichtlich war der Spieltag für mich schon. Gerne nochmal ins letzte Video reinschauen, wenn ihr Lust und Zeit habt, falls ihr das noch nicht getan habt. Da war doch einiges schwierig einzustellen. Manches erschlägt einen tatsächlich. Ich habe einfach mal munter drauf losgespielt und die Quittung bekommen. Ihr seht's, die Augsburger führen die Tabelle an vor Bochum und Union Berlin. Sehr interessanter erster Spieltag, kein Unentschieden. Die Leverkusener gewinnen gegen Hoffenheim 1:0. 4:2 Bochum in Freiburg gewonnen. Schön ist, dass es variable Ergebnisse gibt. Leipzig gewinnt realistisch 2:1 in Mainz und die Kölner 2:1 auf Schalke. Das so zu den Begegnungen, die Bayern hier 1:0 gegen die Frankfurter. Schauen uns die Scorer hier an. Ich nehme euch hier mal durch die Bildschirme mit. Ja, Neuville mit 4 Toren und sortieren das auch mal nach den Toren. Samuel Novak holt sich 5 Scorer ab. 3 Tore, 2 Vorlagen beim 4:2 der Bochumer. Die Elf des Tages, interessanterweise nicht mit dem Herrn Neuville, der hier für die Augsburger gegen uns 4-mal getroffen hat und dann auch Statistiken. Beste Besuch heute war in Freiburg, der schlechteste Besuch in Dortmund. Balancing, Stichwort realistische Stadiondaten und Co. 20.000 in Dortmund ist eigentlich ein Witz, aber lassen wir das mal so stehen. Es gab 7 Auswärtssiege, 28 Tore, das ist viel. 3,1 Tore pro Spiel. Einmal gelb-rot. Denke, das ist ein realistischer Wert, wenn wir das einfach mal daran ein bisschen festmachen wollen. 196 Fouls. Sind Pi mal Daumen 20 Fouls pro Spiel gewesen. Das geht auch absolut in Ordnung. Schöne Übersicht hier, kurz und prägnant. Erster Spieltag ist durch. Wir klicken auf Weiter und finden uns wieder in unserem Lieblingsbüro. Ja, und bleiben mal so fürs nächste Spiel, insbesondere weil es ja Pokal ist, gegen Viktoria Köln bei genau der gleichen Aufstellung. Ich will wissen, ob das jetzt einfach grundsätzlich verkehrt ist, was ich da mache. Oder ob einfach das Spielglück hier definitiv bei den Augsburgern war nach dem ersten Spieltag. Wir bereiten uns also mit einem Training ordentlich gegen oder auf Viktoria Köln vor und spulen dahin vor. Denn Mittwoch ist hier etwas unrealistisch, wie schon gesagt, aber mitten in der Woche DFB-Pokal Runde 1. Und ihr seht es hier unten, Palino meldet sich und sagt: Spieltag, wir gehen zum Match. Aber was ist hier los? Heyer hat sich verletzt und das sollte in der Zentrale natürlich auftauchen. Tut es aber interessanterweise nicht. Das ist schlecht. Damit wird Mami hier zentral spielen. Dante Mami soll wohl Donny Mahlen darstellen. Sehr schön. Schlecht im Pressing, passt. Fairer Spieler, Heimatmensch. Jo, das dürfte Donny Mahlen sein. Er wird flankiert auf links von Bremer. Auf links außen. Versuchen es trotzdem so zentral wie möglich abzubilden. Das sieht natürlich nicht ganz einwandfrei aus, das gebe ich zu. Aber sei es drum. Kommen noch ein paar auf der Bank mit. Und dann gehen wir zum Match und da sind wir natürlich haushoher Favorit. Aber auch hier in der ersten Minute zunächst mal die Chance für die Kölner, die den 16. Platz in Liga 3 belegen. Aber in der 7. Minute Witwer stoppt den Ball, spielt ihn links hinaus. Hamidou hat das überhaupt nicht eilig, läuft in die Mitte zurück. Daum schlägt das Ding auf links dann wieder raus und Mami marschiert. Bremer Vollspann aufs lange Eck. Sicher gehalten von Brettbohm. Erste Chance für den BVB in der 7 Minuten. Sehr gut. Keine Karte gibt es in der 10., nachdem Bürger Witwer hier, also unseren rechten Mittelfeldspieler, brutal am Trikot festhält. Und es gibt einige Fouls, 15., 16., 17. Daum setzt sich gegen Seifert gut durch. Ja, die Karten kommen aber noch nicht. Schiri lässt also hier einiges durchgehen. Und da ist das nächste Foul in der 21. Schiri pfeift sofort. Mami legt sich das Ding auf den starken Fuß, zieht flach ab in der 22. Tolle Parade von Brückmann.
viele Chancen, aber nach 25 Minuten noch immer nicht ein potenzielles 1:0 hier auf irgendeiner Seite. Hamidou mit der Flanke dann in der 25. Daum hat freie Schussbahn, nutzt die Lücke. Aber es ist nur ein Schüsschen, was da rauskommt. Brückmann wird hier zu einem guten Akteur. Dann die Kölner mal wieder in der 28. Seifert nimmt den Ball mit, läuft in den Strafraum. Pantoja Valadez nimmt das Leder mit, schießt aufs lange Eck. Kulli wehrt das Ding nach außen ab. Appenzeller erreicht den Ball zuerst und klärt zur Ecke. Wenig Ertrag für uns, ehrlicherweise. Bremer wird nicht angegriffen. Schöner Schuss mit dem starken Fuß. Brückmann steht genau richtig, wird angeschossen. Möhring kann klären. Immer noch 0:0, halbe Stunde durch. Und dann Torchance für Köln, das ist schlecht. Boah, langes Ding hier hinten raus. Unser Abwehrspieler sieht richtig schlecht aus. Ich habe das Ganze mal ein bisschen kleiner gemacht. Und es ist das 1:0 für die Kölner. Sensation kündigt sich hier an. Pantoja Valadez macht das hier wieder auf Fullscreen. Und dann ist es die nächste Chance und diesmal ist es wieder... Ne, gelb müssten mir ja dann logischerweise sein. Aber von der Torseite aus... Nein, es ist alles gut. Es ist das 1:1 durch Gracio Macau. Der Ausgleich. Und man muss sagen, ja... Das wird... wahrscheinlich bei einigen für Verwirrung wie auch bei mir sorgen, denn die Lizenzen sind bei Anschluss ja üblicherweise nicht original, das waren sie noch nie und dann kommt man schon mal ein bisschen durcheinander, das muss man an der Stelle verzeihen, aber ansonsten alles gut, wir haben das 1:1 geschossen, Gracio Macau, wer kennt ihn nicht? Linksverteidiger, wir erinnern uns, es ist Rafael Guerrero, um es mal auf ordentliche Namen zu ziehen. Und irgendwann wird wahrscheinlich auch ein Patch mit vielen realistischen Spielernamen rauskommen. Da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Für den Moment nehmen wir das, was wir haben. Und es ist ganz einfach, die gelben Trikots gehören zu Dortmund, die roten zu Viktoria Köln. Weiter geht's. 1:1, kurz vor der Halbzeitpause. Noch eine Chance für uns. Daum spielt das Ding in die Mitte. Bradbury legt den Ball auf die linke Seite quer. Hamidou hat an letzten Endes freie Schussbahn, nutzt die Lücke und zieht sofort ab. Brückmann steht aber genau richtig und wird angeschossen. Ja, dann würde ich sagen, wir wechseln mal ein bisschen durch. Die Frage ist natürlich, wie. Ich glaube, die Frische von Appenzeller sieht hier nicht so gut aus und deswegen bringen wir mal Hegemann. Bestätigen das Ganze. Ja, konzentriert weiter so spielen ist unsere Ansprache. Ihr seid Jedi Meister und verliert niemals die Kontrolle. Ach so, die Moral bleibt unverändert. 1:1. Foul von Macau an Seifert. Schiedsrichter hat das gesehen. Grobes Foul dann von Möhring an Hamidou. Keine Karte in der 47. Wir sind wieder voll im Spiel und es gibt echt viele Fouls. Mal gucken, ob wir das in der Statistik am Ende sehen. Ich glaube, Hamidou hat sich verletzt, wenn ich das richtig sehe. Und bringt dafür Willems. Na, Hamidou wird hier verletzt vom Platz getragen, so ist es. Bitter für uns. Hatte er doch einige Aktionen, das kann ich tatsächlich berichten. Bradbury stolpert über die eigenen Füße, trotzdem entscheidet der Schiri auf Foul. Ja, aber das ist ja das, was hier das Spiel ausmacht. Ausschließlich Fouls. Foul an Reindl, Daum hat förmlich gebettelt, aber Karten gibt es keine. Dann aber die nächste Chance. Für wen ist es soweit? Oh, die Kölner kommen. Und immer wenn die Chance dargestellt wird, dann ist auch die Gefahr wirklich da. Und Reindl macht das 2:1 für die Kölner. In der 65. Und das ist echt die nächste Katastrophe hier für uns. Was können wir entgegensetzen? Oh, und... Keck verletzt sich hier gegen Mami, bleibt im Boden hängen. Gerstner kommt und die Minuten verstreichen. Es sind noch 10 Minuten. Wir ändern hier nochmal ein bisschen was. Gehen auf sofortigen Angriff. Schießt aus allen Lagen. Vertikales Spiel, das ist ganz klar jetzt hier für uns. Und Langholz, wobei ich... echt unglücklich finde, dass sich die Formation dann ändert. Spielen weiter und gucken, ob hier noch eine Situation zustande kommt. Aber es sind nur noch 5 Minuten. Verlieren wir in der ersten Runde gegen Viktoria Köln. Bremer setzt sich in der 88. gut gegen Seifert durch auf links außen. Schiedsrichter hat das Foul gesehen. Und damit haben wir nochmal eine Chance, aber da ergibt sich einfach nichts. Daumen in der 90. plus 1 nochmal mit einer freien Schussbahn. Lücke genutzt, zielt genau.
Oh, Ecke. Brückmann hat das Teil. Unfassbar. Brutale Grätsche von Peric an Pantoja Valdes. Aber auch hier nur die Ermahnung. Also Karten gibt es irgendwie scheinbar noch nicht. Boah, und wir halten fest, Köln schmeißt uns aus dem DFB-Pokal in Runde 1. Es läuft richtig, richtig schlecht bei uns. Fouls, ja, es gab 16 Fouls insgesamt, die hier angezeigt werden. Gracio Macau mit dem 1 zu 1 zwischenzeitlich, aber das hat nicht geholfen. Und man muss sagen, aus irgendeinem Grund verlieren wir die Spiele und das dann doch mehr oder minder bedenklich. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, es ist zu früh, das auf den Early Access zu schieben, meines Erachtens. Union Berlin ist auch rausgeflogen. Ferl gewinnt gegen Bremen. Da kann man von Glück reden, dass wir tatsächlich mit einem festen Verein spielen und uns nichts droht hier in diesem ersten Let's Play. Aber das läuft wirklich so gar nicht. Und 3 Tage später müssen wir zu RB Leipzig. Schon wieder Spieltag. Wir können nicht so schnell atmen. Das Gute ist, hey, er ist wieder fit. Damit unser bester Mann wieder drin. Ah, er hat einen Ermüdungsbruch auch tatsächlich. Thiago Hamidou. Das ist richtig bitter. Belgier. Es handelt sich hier wahrscheinlich um Thorgan Hazard. Damit wird Bremer jetzt hier fix reinkommen und auf links außen agieren. Auch wenn ich das noch nicht so wirklich glücklich finde. Aber wir machen hier direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Wir versuchen erstmal ein bisschen reinzukommen. Ich habe das schon entweder am Anfang hier des Videos oder des ersten Videos gesagt. Wir spielen das einfach mal munter drauf los und gucken, was passiert. Die Aufstellung ist eigentlich ganz gut, aber mir wird hier auch eine gute Form angezeigt. Das finde ich jetzt nicht realistisch nach einem Pokal aus in Runde 1. Also da hat das Spiel noch einiges zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Sei es drum, wir sind klar überlegen gegen RB Leipzig und wirklich klar überlegen. Gucken, was wir draus machen in diesem zweiten Spieltag hier der Bundesliga. Wünsche euch viel Spaß bei der Partie. Heyer mit dem ersten Foul in Minute 1. Überraschenderweise lässt der Schiri die Karte stecken. Ja, und ihr seht es hier, Foul in der ersten, Foul in der dritten, Foul in der vierten Minute. Das ist ein bisschen wenig, was der Ticker hier zu leisten imstande ist. Ich bin da ganz ehrlich. Bremer steht frei vor dem Torwart. Migi grätscht dazwischen, befördert den Ball unglücklich Richtung des eigenen Tores. Aber Ubeda da hat aufgepasst und kann klären. Ich bin gespannt, ob es auch Chancen gibt, die nur im Ticker angezeigt werden und zum Tor führen. Bisher sind es immer nur die Videoeinstellungen gewesen. Ecke für uns. Aber dann die Leipziger. Migi spielt quer auf Hansen. Und den Namen kann man fast nicht aussprechen. Schaschkowski läuft begleitet von Macau zentral Richtung Strafraum. Falsettas hat freie Schussbahn, nutzt die Lücke. Aber es kommt nur ein Schüsschen heraus. Kulli klatscht das Ding nach vorne ab und Bremer schlägt das Ding aus dem Gefahrenbereich heraus. Unabsichtliches Foul von Appenzeller an Civeli. Schiri hat das gesehen. Falsettas läuft allein auf unseren Keeper Kulli zu. Der boxt das Ding aber in der 9. Minute zur Ecke. Dann passiert relativ wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Gini marschiert mit dem Ball nach vorne in der 20. Suárez Gómez sieht, dass Kulli zu weit vor dem Tor steht. Aus 40 Metern zieht er ab. Kulli steht aber richtig, wird angeschossen. Mapaku schlägt das Ding ins Tor aus und dann die Chance. Für wen? Es ist der BVB, der hier im Angriff ist. Auf halb links Emil Heyer, abseits verdächtig, aber dann aus 11 Metern. Und er knipst das Ding oben in den Giebel. 1 zu 0. Es ist die erste Führung für uns gegen Leipzig. In der 25. ist es Heyer, aka Haaland, der die Führung bringt. Wie gesagt, abseits verdächtig, aber der VAR meldet sich berechtigterweise wohl nicht. Er meldet sich ja sowieso nie. Fouls dann wieder in der 28. und 31. Bradbury lässt sich das Ganze mit viel Zeit hier nach links hinaus treiben. Bremer haut das Ding hoch vors Tor. Mami nimmt das Ding mit dem Rücken zum Tor an. Legt auf Heer ab. Der kann sich die Ecke aussuchen. Und dann aber letzten Endes nur die Ecke. Nicht das 2 zu 0 für uns. Aber wir haben durchaus Chancen. 36. Witwer auf Bradbury. Flankt aus dem Stand in den Strafraum. Mami wird nicht angegriffen. Zieht ab. Ubeda klatscht das Ding nach vorne ab. Und Migi klärt geistesgegenwärtig ins Seitenaus. Die Textzeilen wiederholen sich durchaus, das können wir auch festhalten. Falsettas hat freie Schussbahn in der 42. nutzt die Lücke, schießt. Aber Kulli hat das Ding. Kulli aka Kobel, meines Erachtens der beste Keeper momentan in der Bundesliga. Leider auch, weil er dazu gezwungen wird, das kann man auch sagen. Ich bin mit der Leistung diesmal eigentlich zufrieden. Wir bleiben eigentlich genau so und konzentriert weiter, so ist die Ansprache.
Wenn ich eines weiß, dann, dass ihr absolut fokussiert seid. So fokussiert, dass Ziegen tot umfallen, wenn ihr sie anstarrt. Der Verschnitt von Toni Rüdiger hier unten sagt akzeptiert. Die Moral bleibt unverändert. Das zur Reaktion bezüglich unserer Halbzeitansprache. An Kloppsche Statements kommen wir wohl noch nicht dran. Falls ihr das macht, hier viel für die Leipziger. Nimmt das Ding sofort nach wieder an 5 bis zur Grundlinie mit, tricht dann in den Strafraum. Ja, und dann landet das Ding aber überall und nirgendwo wieder. Civelli wird 20 Meter vor dem Tor nicht angegriffen, kann sich die Ecke aussuchen, tritt in den Boden, Ball kullert in den Strafraum. Bentaleb, ein echter Name, nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor am Elfmeterpunkt an, legt sofort auf Priesholm ab. Der kann sich die Ecke erneut aussuchen, Kulli steht richtig und hat das Ding im Nachfassen. Was mir gefällt, ist, dass es tatsächlich lange Textszenen gibt. Aber es geht noch ein bisschen zu sehr hin und her in so einer Szene. Ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, was da passiert. Derweil wir wieder im Angriff. Bradbury hat es nicht eilig, läuft in die Mitte. Witwer hat viel Zeit, läuft nach links hinaus. Bradbury flankt dann den Ball, ihr merkt es, in die Mitte. Witwer läuft Richtung Strafraum. Heer hat Freischussbahn, nutzt die Lücke, zielt genau. Und Ubeda steht genau richtig, wird angeschossen. Ball trudelt ins Aus. Also Tore ohne 3D-Effekt gibt es wohl nicht. Und jeder 3D-Effekt sollte nach meiner Auffassung schon ein Tor sein. Dann wieder Foul-Festival hier. Keine Karte. Nach brutalen Grätschen. Vorwiegend von uns übrigens. Dabei spielen wir gar nicht so hart. Vollspannschuss von Priesholm, der den Ball mitgenommen hat. Kulli spurte zum Ball und springend und hat ihn dann. Weiterhin 1-0. Wir können auswechseln. Ich habe es jetzt wieder mal im Menü angeklickt. Haben frische Probleme bei Appenzeller, der durch Zahui ersetzt wird. Und auch Mapaku bräuchte eigentlich einen Wechsel. Wir bringen mal Hegemann. Ah, schön ist hier oben die möglichen Wechselphasen. Das ist gut umgesetzt. Mögliche Wechsel, noch 3 und dann noch eine weitere. Noch 2 weitere Wechselphasen dafür möglich. Bestätigen unsere Wechsel. Die sind hier auch dargestellt. Zahui für Appenzeller und Hegemann für Mapaku. Das finde ich gut gelöst. Bradbury läuft danach Richtung Strafraum. Daum schlägt das Ding auf den linken Flügel. Bremer nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, spielt überlegt in den Strafraum. Mami mit dem Schuss aufs lange Eck, aber sicher gehalten von Ubeda. Hansen haut das Ding hoch vors Tor. Die Leipziger trauen sich mal wieder. Falls er das, nimmt den Ball mit, schießt aufs lange Eck. Aber Kulli hat das Ding wie immer. Nur Ubeda hat dann Schwierigkeiten in der 57. bei einem Schuss von Heer. Harmloses Foul von Peric an Civelli. Schiri hat es trotzdem gesehen. Stunde jetzt rum. Und ihr seht es dann wieder minutiös hier, die Fouls, 58., 59., 60. Das kann man echt herbeisehnen, diese Situation im Ticker. 62. sind Foul, 63. sind Foul. Also das ist mir dann für einen Ticker zu langweilig, muss ich ehrlich sagen, einfach nur Fouls angezeigt. Bentaleb als lachender Dritter plötzlich durch in den 68., aber Kulli hält mal wieder einen Schuss. Bremer nimmt den Ball mit, schießt aufs lange Eck, Ubeda spurtet zum Ball und hat das Ding. Noch 20 Minuten hier. Guerrero aka Gracio Macau sieht hier schlecht gegen Falsitas aus. Boah, der Krätschen von hinten in die Beine. Und dann tatsächlich mal eine gelbe Karte für Guerrero in der 70. Aber ohne Konsequenz. Die Chance danach gibt hier nichts her, obwohl die Krätsche von hinten war. Nur gelb, Glück für uns. Ecke in der 72. Heer war frei durch, präziser Schuss. Und dann sind es noch 10 Minuten. Die Ereignisse hier oben übrigens schön dargestellt mit der gelben, mit dem Wechseln und mit dem Tor. Das finde ich ganz gut. Könnte noch ein bisschen prominenter dargestellt sein. Und dann noch 5 Minuten. Bremer trifft das Ding hoch vors Tor. Mami nimmt es mit. Schießt aufs lange Eck. Ubeda boxt den Ball aber dann zur Ecke. Leipziger nochmal. Gomez auf Linzmeier. Schaschowski nimmt den Ball mit, schlägt den Haken, flankt in den Strafraum. Hegemann und Macau behindern sich gegenseitig. Bentaleb mit dem Schuss. Aber Kulli hat das Ding auch in der 90. Minute noch sicher. Migué sieht, dass Kulli aber dann zu weit vor dem Kasten steht. 10 aus 40 Metern ab. Kein Problem für den Torwart vom BVB. Und dann die Leipziger mit der Druckphase in der Nachspielzeit. Falls ihr das, dann der Pass. Priesholm läuft Richtung Strafraum. Falls ihr das, frei vor Kulli. Hegemann grätscht dazwischen. Unglücklich Richtung eigenes Tor, aber Kulli hat geklärt. Wir sind schon 3 Minuten drüber. Bremer versucht, den Ball über den Torwart zu heben. Ubeda spurtet, springt, hat das Teil. Und dann nochmal ein Foul von Gini an Heer. Nur die Ermahnung. Oh, und dann noch eine Verletzung. Wieder von Heer. Den wir wieder kompensieren müssen. Großes Pech für ihn, hat sich erneut verletzt. Und nach 5 Minuten Nachspielzeit gewinnen wir 1-0 gegen RB Leipzig. Und das ist dann die Erlösung tatsächlich. Wir können Spiele gewinnen bei Anstoß.
Das ist die Erkenntnis, die ich hier habe. Gucken uns die Tabelle an. Wir steigen immerhin auf Platz 14. Schön ist hier die Serie. Es wird gut angezeigt, wie die Form hier läuft. Zwei Siege für die Stuttgarter, zwei Siege für die Bayern. Wir erholen uns von unserer ersten Niederlage. Bayern gewinnen 1-0 in Augsburg, die ihre Tabellenführung damit abgeben müssen nach dem Sensationssieg gegen uns. Brian Edinson, hier mit 4 Toren schon. Ach nein, die hat er alle heute geschossen. Okay, das ist natürlich ein bisschen schade, denn das sind die Scorer nur von diesem Spieltag. Na, da hätte ich natürlich gerne eine komplette Übersicht. Hier oben ist auch nur der Spieltag eingezeichnet. Fehlt hier noch der Reiter der Saison? Das ist ein bisschen dünn. Das hätten wir gut und gerne schon einbauen können. Die Elf des Tages wird damit natürlich hier Brian Edinson als Stürmer aufgenommen. Statistiken seht ihr. Das ist erst der nur ein Heimsieg. 3 in dieser Saison. 13 Auswärtssiege. Das ist auch ein gutes Stück unrealistisch, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und wir versuchen uns mal an einem Fazit hier, so nach 3 Spieltagen. Nee, 2 Spieltagen und einem DFB-Pokalspiel. Das Ganze hakt echt noch ein gutes Stück, muss ich sagen. Also laufen tut das Ganze technisch wunderbar, da bin ich dabei. Aber die Übersichtlichkeit habe ich noch nicht. Also es ist echt teilweise überladen. Muss mich gut zurechtfinden hier gerade an Spieltagen. Find die Menüs mit den Kadern nicht gut gelöst. Da können wir sicherlich in der nächsten Folge nochmal genauer drauf eingehen, warum. Und der Ticker hat auch noch seine Schwächen, ehrlicherweise. Es geht nur um Fouls oder um Aktionen, die sowieso zu nichts führen. Die Überraschung ist dahin, weil die 3D-Szenen für Tore sorgen und alles andere nicht. Das muss irgendwie anders gelöst werden, um Spannung aufkommen zu lassen, wie ich finde. Sei es drum. Der zweite Spieltag ist durch. Wir gewinnen mit dem BVB gegen RB Leipzig. Und wir haben es gesagt, wir testen die Early Access jetzt mal in die Tiefe und stoßen auf die ersten Begrenzungen, wie ich ganz einfach festhalten muss. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg. Der BVB erholt sich von der Auftaktniederlage gegen Augsburg und wir sehen uns am, wenn mich nicht alles täuscht, Donnerstag mit dem nächsten Video wieder. Das Anstoßwochenende ist jetzt vorbei mit den ersten 3 Folgen, die ich hier abgedreht habe für euch. Hat mir riesig Spaß gemacht und hoffe, dass ihr auch regelmäßig weiter dabei seid. Guckt auch in den Fußballmanager und wenn ihr ganz andere Spiele mögt, Civilization läuft hier auch bei mir auf dem Kanal. Civilization 6, um genau zu sein. Das gerne und immer und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Anstoß hier bei Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.